Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zum zweiten Teil. Ja, wenn du das richtig gemacht hast bis hierhin, dann sollte das so aussehen. Zweimal so und unten so. Links auf links. Ich habe mir hier schon mal zwei Ersatzträger rangemacht, dass ich zwischendurch immer mal überprobieren kann wegen der Weite. Denn jetzt kommen wir zu dem Unterteil und ich habe es anprobiert und es verhält sich so, dass diese Weite, die sich ergibt rundherum, auf jeden Fall gut passt. Ja, das Ganze einmal so ein bisschen runterrutschen lassen über Bauch, Hüfte, Po, ob das Kleid denn bis dahin, wenn es so weit kommen soll, auch passt. Ja, ansonsten müsste zwischendurch dann halt mal eine Zunahme gearbeitet werden. Aber mir langt das so und ich werde keine Zunahme arbeiten. So, ich zeige euch jetzt, wie ich da jetzt weiter vorgehe. Und zwar schnappe ich mir so eine Ecke. Die Träger dienen mir außerdem dazu, dass ich das immer zusammen habe. Ne? Dass ich da nicht hier irgendwie auf einmal was verdreht und ich nähe oder häkel hier über die falsche Seite. Ne? Da habe ich dann immer die Kontrolle, brauche hier nur dran ziehen und dann ist das wieder richtig. So, ich schnapp mir eine Ecke, kette da einmal an. So, und mach drei Luftmaschen. Die zählen hier als ein Stäbchen. Und dann mache ich noch zwei weitere Stäbchen in diese Ecke rein. Damit habe ich hier schon mal eine halbe Ecke. Ja, das ist nur der Beginn. Dann mache ich eine Luftmasche. So, und jetzt muss ich noch mal einmal ergänzend sagen, wenn du die fünf Ecke so gearbeitet hast wie ich, mit der Maschenanzahl, dass die dann halt durch den Beginn müssen sie ja identisch sein, musst du dir das so ein bisschen ja, ausrechnen. Ne? Solltest du jetzt eine Reihe weniger gebraucht haben oder eine Reihe mehr oder zwei Reihen, ist die Maschenanzahl natürlich etwas anders. So, ich habe mir das Ganze so ein bisschen ausklappistert, wie das gut hinkommt. Und das musst du auch machen, dass du hier einmal gut hinkommst und dann, also von da bis da, dir das einmal ausklabüsterst, dass die Abstände gleichmäßig sind oder symmetrisch, dass man hier auf jeden Fall eine Mitte hat, hier bei der Naht. Und hier geht es natürlich spiegelgleich weiter. Wie wir hier begonnen oder geendet haben, fängt das hier spiegelgleich dann an und endet, wie wir begonnen haben. So, ich habe mir das alles schon ausgerechnet und hier habe ich meine erste Ecke. Dann lasse ich eine zwei Maschen frei und in die dritte steche ich ein und mache da drei Stäbchen rein. Also das Muster ist, wie gesagt, jetzt ganz leicht. Da wird nicht viel passieren. Wieder eine Luftmasche und dann habe ich mir errechnet, lasse ich 1, 2, 3 frei und in die vierte steche ich dann ein. Und mache da wieder meine drei Stäbchen rein. Na, drei Stäbchen und eine Luftmasche. So, wieder 1, 2, 3 freilassen. In die vierte kommen wieder drei Stäbchen rein. Eine Luftmasche, wieder 1, 2, 3 auslassen. In die vierte wieder drei Stäbchen. Ich zeige euch das jetzt einmal noch bis zur Mittelnaht hin. Eine Luftmasche, 1, 2, 3 auslassen, wieder in die vierte. Drei Stäbchen, 1, 2, 3. Immer die Luftmasche da nicht vergessen, 1, 2, 3. Und da sind wir schon gleich zur Mitte hin. Ja, da haben wir jetzt noch 1, 2, 3 in die vierte,
erstmal noch ein letztes Mal. Eins, zwei, drei. Eine Luftmasche. So, und jetzt bin ich hier in der Mitte angekommen. Da sind jetzt noch zwei Stäbchen frei, genauso wie zu Beginn auch nur zwei frei waren und dann der Abstand 3, hier 2, dann kommt die Lücke der Ecke des rechten Motives, da steche ich ein, mache ein Stäbchen in die Naht, hier in den Wulst, suche ich mir auch eine gute Option aus, da häkel ich auch ein Stäbchen rein und in die andere Lücke durch die Ecke von dem nächsten Motiv auch ein Stäbchen. Dann wieder eine Luftmasche. Und da ich hier 2 freie Stäbchen habe, mache ich es parallel weiter. 1, 2 freilassen, in die dritte wieder 3 Stäbchen rein. 1, 2, 3. So. Und jetzt verhält sich das bei mir ganz normal. Wieder 3 Stäbchen freilassen, in die vierte ein Dreier rein und so weiter, bis ich hier kurz vor der nächsten Ecke bin. Da bin ich gleich wieder für euch da. An der Ecke angekommen, habe ich meinen letzten Dreier hier gemacht, Fächer. 2 Maschen sind noch frei, ist genau also richtig. Und eine Luftmasche und dann häkeln wir in die Ecke. Die bleiben sich auch immer gleich, die Ecken. Da gibt es nichts anderes. 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen, Entschuldigung. 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 3 Stäbchen. 1, 2 und 3. Eine Luftmasche gleich machen. So, und da das Fünfeck, ja, 5 gleiche Seiten hat, kommt das auch hier bei dem nächsten genauso hin. Erstmal 2 freilassen, 1, 2 in die dritte einstechen, 3 Stäbchen da reinhäkeln. So, dann immer wieder 3 Stäbchen auslassen, in die vierte rein, in die vierte rein, in die vierte, in die vierte, in die vierte, in die vierte, bis wir zum Schluss nur noch 2 Maschen übrig haben sollten. Ja, nun bin ich hier von dem Vorderteil zu dem nächsten Zweierteil gelangt, was man mit einer Kettmasche verbunden hat. Das andere war ja durch eine Naht verbunden. Ne? Da habe ich euch gezeigt, wie da die 3 Stäbchen eingeteilt werden. Hier kommen wir genauso hin. Mein letzter Dreierfächer. 2 Maschen sind noch frei. Hier in die Lücke wieder ein Stäbchen rein. Zwischen diesen Teilen auch ein Stäbchen und ein drittes Stäbchen in die nächste große Lücke da, in die Ecke. Oder was mal eine Ecke war. So, damit haben wir unsere nächsten 3 Stäbchen da auf den Übergang gesetzt. Wieder eine Luftmasche. Und jetzt geht es wie üblich weiter. 1, 2 am Beginn und am Ende freilassen. Zwischendrin 3 freilassen. Ja, also das bleibt sich jetzt alles gleich. 1, 2 in die dritte wieder 3 Stäbchen. So, wie gesagt, den Übergang habe ich euch gezeigt und die Naht hier auch. Und ansonsten bleiben die Fächer und die Ecken immer identisch. So, wenn ich einmal rum bin, da geendet bin, wo ich begonnen habe, sehen wir uns wieder. Ich bin bei meinem Beginn der Ecke wieder angekommen. Da arbeite ich jetzt noch einmal meine letzten Dreier. Dann habe ich, kommt genau hin, wieder 2 frei. Mache mir hier noch eine Luftmasche. Und hier in die Ecke, wo wir den ersten Dreier gesetzt haben, da mache ich jetzt noch einmal 1, 2, 3 rein und ein Umschlag.
hier oben in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens einmal einstechen. Ach, dieses mehrfädige Garn, das ist so, einmal einstechen und durch alle Schlingen durch praktisch ein halbes Stäbchen arbeiten. Somit ist man schon gleich in der Mitte von dem von der Ecke wieder drin. So, und da bleibt sich das gleich. Wieder drei Luftmaschen und zwei Stäbchen. Damit haben wir dann wieder die nächste halbe Ecke, so wie wir auch angefangen haben. So, nun eine Luftmasche wieder in jede Lücke zwischen den Dreiern, ganz normal, wie man auch die einfachsten Grannys häkelt, wieder drei neue Stäbchen rein. Luftmasche, die nächste große Lücke, wieder drei Stäbchen rein. Zwei, drei. Luftmasche, nächste Lücke, wieder drei Stäbchen rein. Das bleibt überall gleich in der Runde. Die einzigen Änderungen, die es gibt, ist immer bei dieser Naht und bei den Übergängen. Ja, hier bei den Übergängen. So, da sehen wir uns jetzt immer wieder, immer wenn ich einmal hier bei der Naht bin und bei dem Übergang. Da zeige ich euch jetzt noch mal die nächsten zwei Reihen, wie man das macht. Und dann sollte das selbsterklärend sein, so lang häkeln, wie eure Wolle langt und wie lang ihr es haben wollt. So, ich bin an der Stelle angekommen, kurz vorher. Da wir ja in jeder Ecke ein neues Dreierbundle arbeiten, neun Fächer arbeiten und in die nächste darauffolgende Lücke arbeiten, würde es ewig eine Zunahme geben. Also das Teil würde breiter und breiter werden. Ja. Das muss es nicht unbedingt sein, weil es fällt schon faltig und flatterig für mich so genug. Durch diese Form ergibt sich das. So, ich will also keine Zunahmen haben. Hier vor diesen drei einzelnen Stäbchen bei der Knubbelnaht, da guckt noch ein Faden durch, die Luftmasche nicht vergessen, die bleibt. Hier in diese Lücke vor den drei einzelnen ein Stäbchen. Ohne Luftmasche nach den Dreiern auch ein Stäbchen nur. So, und die treffen sich da wie so ein kleinen Kreis, ne? Da. So, eine Luftmasche jetzt wieder. Und wir gehen hier rüber über den nächsten Fächer in die nächste Lücke und arbeiten da ganz normal drei Stäbchen weiter bis zur nächsten Ecke. Dann kommt eine normale Ecke. Das ist nur hier. Da zeige ich euch nochmal. Da hatten wir die separaten direkt über der Naht. Die einzelnen. Die Lücke davor, die Lücke danach. Jeweils nur ein Stäbchen rein. Ohne Zwischenmasche. Ja, so sieht's aus. So. Auch hier bei dem Übergang von Vorder- zu Rückenteil oder von Rücken- zu Vorderteil. Man kann es ja drehen und wenden, wie man möchte. Auch hier wieder vor den einzelnen Dreiern sind hier Lücken. Da wieder ein Stäbchen rein. Ohne Luftmasche. Einfach in die nächste Lücke danach wieder ein Stäbchen. Jetzt wieder eine Luftmasche. Und wir sind bei den nächsten zwei Fächern. Dazwischen wieder unsere normalen drei Stäbchen rein. Immer getrennt auch noch mit einer Luftmasche dazu. Ja, so. Wenn ich da am Anfang wieder bin, wo ich begonnen habe an der Ecke, dann sehen wir uns noch mal kurz wieder. Und dann zeige ich euch nochmal die nächste Reihe und ab da wiederholt sich das alles. Ja, wenn ich einmal rum bin und bei der nächsten Ecke und danach bei der nächsten Zweigstelle praktisch hier, da hatte ich ja begonnen, die halbe Ecke, die werde ich noch zu Ende machen. Und wenn wir hier sind, da sehen wir uns dann wieder, wenn ich einmal nochmal rum bin.
Ja, Runde Nummer 3. Ich habe hier, wie gesagt, schon meine nächste halbe Ecke wieder angefangen, meine Fächer abgehäkelt, bin nun hier kurz vor, ja, der Abnahmestelle sozusagen, weil es bleiben bei mir, sind das glaube ich 17 Fächer und die bleiben auch so. So, damit ich hier nicht immer durch den Tüdel kommen und drüber weghäkeln, ja, werde ich mir jetzt immer ein Markierer setzen. Ich nehme da ganz normale Büroklammern zu. Ihr könnt da einen Faden reinhäkeln oder einen Maschenmarkierer nehmen, wie euch. Ne, solche Clipklammern würde ich da jetzt nicht nehmen. Die reißt man vielleicht mal ab und dann ist es weg. So, ich schaue es mir an. Hier habe ich noch mal zwei volle. Da mache ich noch mal den nächsten drei. Ja, rein. Eins, zwei, drei. So, hier in die Lücke. Nichts. Wir haben jetzt ja drei große Lücken, ja. Und diese mittleren drei Stäbchen, ja, die verschieben sich nicht. Die bleiben immer an derselben Stelle, während hier ja immer versetzt gearbeitet wird, bleiben die drei immer in gleicher Höhe. Also mache ich hier in die mittlere Lücke, deswegen Klammer setzen, dass man nicht im Fluss nachher weiter häkelt und drüber weg. Ne? Also die große Lücke auslassen, die auslassen, in die Mitte drei Stäbchen rein. Eins, zwei, drei. Ganz normal wieder unsere Luftmasche. Nicht hier rein, sondern zwischen den nächsten praktisch diesen ersetzen. Ja, da den Dreier rein. Eins, zwei, drei. So. Und damit ich in der nächsten Reihe, ja, nicht aus Versehen hier weitermache, ja, passiert oft, ne? Man ist im Fluss und häkelt und häkelt und häkelt und denkt, ach, da war doch noch was. Markiere ich mir einfach den mittleren Dreier wieder, mache hier meine Klammer fest und dann weiß ich, ah, okay, da war was, ne? Und ich mache das jetzt hier so weiter, denn die Stelle mit dem Übergang verhält sich nämlich ganz genauso. Sind auch drei große Lücken. Ihr häkelt bis zwischen diesen Fächern ganz normal weiter. Und dann seht ihr ja eure Markierung, die ihr dann vielleicht schon gesetzt habt. Die drei großen Lücken, da behäkelt ihr nur die mittlere Lücke mit drei Stäbchen, also Luftmasche, drei Stäbchen, Luftmasche. Auch diese Lücke auslassen, erst wieder hier zwischen diesen drei Fächern wieder hier euer nächsten Dreier häkeln. Ja, nicht diesen beachten, weil wir müssen ja das, was wir an den Ecken zunehmen, auch irgendwo wieder abnehmen. Ja, sonst haben wir hier die gleichen Zunahmen und dann wird es ja immer breiter. Wollen wir nicht. Also auch da immer Markierer setzen. Mache ich auch gleich. Kommt die nächste bunte Farbe. Setze ich mir hier gleich einen Markierer rein, den ich dann immer wieder hochsetze, hochsetze. So, wenn ich jetzt wieder einmal rum bin und wieder an dieser Stelle, wo ich eben euch gezeigt habe zu Beginn, ja, da sehen wir uns noch mal wieder und dann habt ihr das Muster intus und dann könnt ihr unendlich weiter häkeln, wie ihr möchtet. Jo, ich bin wieder rum, habe wieder neu begonnen hier mit der Ecke, immer eine Dreiergruppe in die Lücken rein. Komme jetzt hier an meine Markierung ran. Das meine ich ja damit. Die fällt einem denn so ins Auge oder in die Hand. Dann wird man gleich wach. So, zwei Stäbchen, drei Stäbchen da nochmal rein. So, das ist unsere markierte Mitte jetzt. Sieht so aus wie jetzt in der Kamera wie so ein kleiner Schmetterling. So, und hier machen wir genau das gleiche wie in der zweiten Reihe. Ja. Wir machen eine Luftmasche vor der Klammer, die Lücke, ja, das ist die Lücke wie zu Beginn. Die hier häkeln wir wieder ein Stäbchen rein, ohne
Masche, Luftmasche dazwischen, nach der Klammer in die nächste Lücke, wie auch hier unten, da ein Stäbchen rein. So, wieder eine Luftmasche und dann ganz normal hier weitermachen mit den Dreiergruppen. So, so sieht es dann nämlich aus, ne? Dass ich das hier so ein bisschen, ja, nicht jetzt direkt wie ein Zickzackmuster ergibt sich es jetzt nicht. Dadurch müsste man jetzt noch stärker zusammenhalten. Aber die Maschenanzahl bleibt wenigstens gleich, beziehungsweise die Gruppenanzahl. Ne, wir hatten hier zu Beginn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ja, so. Und jetzt in dieser Reihe, durch diese Abnahmen, das Entgegenwirken, haben wir wieder eine neue Ecke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da käme der 10. hin, 11., 12., 13, 14, 15, 16. Ja, so. Und deswegen bleibt das gleich und in der nächsten Reihe wiederholt sich dann praktisch die dritte Reihe wieder. Also immer die zweite und dritte Reihe wiederholen. Ne? In der nächsten Runde hätten wir wieder die drei Lücken hier. Ja. Und da dann in der Mitte, wie hier vorher auch, wieder drei Stäbchen reinsetzen. Wie gesagt, die zwei Reihen, zweite und dritte Reihe, wiederholen sich immer. Ja. Und dann nicht vergessen, die Markierung hochzusetzen, ne, dass man da nicht ins Schleudern gerät. So, und nun heißt es für mich häkeln, 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 was das Zeug hält. Und ja, dann nachher noch die Träger ranmachen und dann bin ich bald fertig. So, meine Lieben, es geht weiter hier bei mir mit den Trägern. Ich habe mir die Wolle aus der Mitte des Bobbels jetzt rausgeholt. Das ist die gleiche Farbe wie zu Beginn. Da war wirklich reichlich drauf auf dem Bobbel davon. Ich nehme jetzt das Vorderteil. Hier ist ja die mittlere Naht. Ich nehme jetzt das linke Teil, schlinge da an mit einer Kettmasche und häkel mir 40 Luftmaschen. Wenn ihr mehr braucht, testet das vorher mit anderen Bändern, die ihr da mal durchfädelt, überprobiert, wie lang die Luftmaschenkette sein soll. Spätestens beim zweiten Anschling auf dieser Seite habt ihr ja dann hier schon mal einen Träger und da könnt ihr das dann auch noch mal anprobieren, wie es passt. Ja, alles weitere mit dem Einhalten eventuell werde ich euch gleich noch was zu sagen. Auf jeden Fall jetzt erstmal 40 Luftmaschen. Wenn ich die 40 Luftmaschen fertig habe, nehme ich mir einfach das Rückenteil, mache es aber nicht von innen, weil das ist ja die linke Seite, sondern drehe mir das einmal so ein bisschen um, dass die gute Seite, die dann nachher außen getragen wird, natürlich jetzt zu mir zeigt. Ja, so, da kette ich mit einer Kettmasche an. Lasse die erste Masche, ja, die lasse ich einfach jetzt aus und mache eine feste Masche in die zweite, ja. Und so behäkel ich jetzt jede Masche der Vorreihe, jedes Stäbchen. Und mit dieser Reihe festen Maschen halte ich das Ganze schon etwas ein, ja, weil feste Maschen vom Häkelwerk etwas fester und enger stehen wie doch diese Stäbchen, zumindest bei mir. Du kannst auch eine halbe Nadelstärke kleiner nehmen oder eine ganze. Ja, man kann auch zum Einhalten ja jede siebte oder zehnte oder zwölfte Masche zusammenhäkeln, praktisch dann Abnahmen nochmal arbeiten. Das mache ich jetzt nicht, das brauche ich nicht. Ich werde hier das mit den festen Maschen, habe ich das dann gut im Griff
Und es kommt ja auch noch eine zweite Reihe drüber. Und selbst da kann man dann auch noch mal anprobieren, wenn man gleich den zweiten Träger schon mal befestigt hat. Dann kann man sich das Ganze noch mal überziehen und sollte man auch noch überziehen. So, ich bin jetzt hier angekommen, wo diese zwei Ecken, diese Naht sich wieder trifft. Da ist ja hier eine Lücke, hier eine große Lücke. So, und da werde ich in die Lücke einfach nur eine feste Masche reinarbeiten und hier in die nächste Lücke auch nur. So, damit habe ich es ja schon mal ein bisschen enger. So, die darauffolgende Masche verkriecht sich so ein bisschen. Ne? Da ein bisschen aufpassen, ist aber nicht schlimm, wenn man da wirklich mal eine Masche vergisst. Ne? Häkeln bedeutet für mich immer so ein bisschen Individualität, Improvisation. Also das kommt da immer nicht so ganz genau auf eine Anleitung an. Da kann man immer mal für sich selber abwandeln. Wie gesagt, ich arbeite ja auch nicht nach irgendwelchen Häkel- oder Strickmustern. Ja, nach Häkelmuster stricken tue ich ja nicht mehr. Aber ich arbeite nicht nach irgendwelchen festen Vorlagen, wo ich jedem jetzt sagen kann, in Größe 38 musst du dies machen, in Größe 42 verhält sich das so und in Größe 48 musst du das und das machen. Nein, ich habe keine Vorlagen. Ich betone es nochmal, in meiner Größe, alle Modelle hier auf dem Kanal, steht auch in der Kanalbeschreibung ganz hinten rechts, in Größe 42, 44, je nachdem, ob es für unten rum ist, oben rum ist, ob es leger fallen soll. So, vorletzte Masche, eine feste Masche. Die nächste lasse ich wieder aus hier vor der großen Lücke. In die große Lücke steche ich wieder ein mit einer Kettmasche und mache wieder meine 40 Luftmaschen. 40 Luftmaschen sind wieder gemacht. So, nun dürfen wir hier nicht durch den Tüdel kommen. So, das ist jetzt noch mal das freie Teil, das drehe ich mir wieder zu mir hin und schlinge da einmal wieder mit einer Kettmasche in diese große Ecklücke rein. Zack. So, lass wieder die nächste Masche aus und häkel wie eben auch die ganze Reihe feste Maschen, bis ich da angekommen bin, wo ich gestartet bin. Und da sehen wir uns wieder. Ich bin wieder da angekommen, wo es begonnen hat. Die letzte Masche lasse ich einfach wieder frei. Gehe in die Lücke, wo ich am Anfang den Träger begonnen hatte. Mache mir eine Kettmasche. So, und jetzt werden einfach nochmal 40 Luftmaschen gehäkelt. Eine Luftmaschenkette von 40 Luftmaschen, wie eben schon mal. So, die 40 Luftmaschen sind wieder gemacht. Ich gehe einmal da, wo der erste Träger auch schon drüber gegangen ist, wieder in die große Lücke, schlinge da wieder an mit einer Kettmasche. Ein bisschen aufpassen, dass man den jetzt da nicht mit so reinklemmt. So, schließen. So, und jetzt mache ich eine Reihe Kettmaschen. Über die festen Maschen mache ich jetzt ins hintere Maschenglied. Nicht durch die Masche durch, sondern obendrauf in den Zopf steche ich ein. Ich lasse auch wieder die erste frei und auch zu dem anderen Träger die letzte natürlich und steche hier oben in das hintere Maschenglied ein, hole mir den Faden und mache ganz normal eine Kettmasche. Ins hintere Maschenglied einstechen, Faden holen. So, und das Ganze müsst ihr sehen, wenn ihr es noch weiter einhalten wollt, macht ihr diese Luftmaschen oder diese Kettmaschenreihe etwas fester. Ich brauche sie nicht mehr ganz so fest machen. Auch hier hat man die Möglichkeit, nochmal die ein oder andere Masche zu überspringen zum Einhalten. Oder halt, wie gesagt, kleinere Nadel nehmen, halbe Stärke oder eine ganze Stärke kleiner nehmen und das Ganze dann drüber häkeln. Wie gesagt, nur nicht zu fest, immer mal so vor euch hinlegen, ob sich das zu stark jetzt einhält. Das sollte natürlich nicht der Fall sein, weil das sieht nachher übelst aus, wenn jetzt oben beim Tragen da irgendwas faltig schon gleich ist, ne? So, das mache ich jetzt fertig und das war es jetzt schon mit den Trägern, denn das bleibt sich jetzt gleich nach dieser Reihe mit den Kettmaschen.
komme ich ja dann zu dem zweiten Träger. Der wird genauso gearbeitet wie hier eben auch ein zweites Mal nach drüben und dann in jede feste Masche, ins hintere Maschenglied eine Kettmasche arbeiten. Da habe ich nämlich diesen schönen Rand, der sich dann so ein bisschen, seht ihr das, wie so ein Zopf und auch leicht nach innen wölbt, ja, als wenn er so gerade abgehackt ist. So mag ich das am liebsten. Und jetzt ist auch das hier oben richtig stabil. Es leiert nichts aus, wie hier noch. Es ist richtig gut eingehalten und fest. Ja, wenn ihr möchtet, könntet ihr, je nachdem, was für Wolle ihr nehmt, ob ihr noch was übrig habt oder andere Wolle, könnt ihr natürlich hier das Gleiche machen. Unter den Trägern an den Ärmeln, ne? Da könnt ihr natürlich auch noch mal eine Reihe feste Maschen umhäkeln. Naja, runden ja nicht, sondern dann hin und her, weil sonst macht ihr das euch ja oben zu bei einer Runde. Also hin und her gehende Reihe, ein, zwei Reihen feste Maschen und dann nochmal mit Kettenmaschen behäkeln ins hintere Maschenglied. Ja, muss ich aber sehen, wie viel Wolle ich übrig habe. Auf jeden Fall, das waren jetzt schon mal die Träger. Und ich habe jetzt noch so viel Wobbel übrig, wie ihr seht. Das Gelbe ist jetzt komplett weg. Ich häkel ja auch, hier ist nur noch ein Faden drin. Denn das Kleidchen habe ich ja schon gut weiter gehäkelt. So sieht's aus. Hier sind meine Markierungsfäden drin, viermal. Ne? Und wenn es fertig ist, zeige ich euch das, beziehungsweise ihr habt es dann ja am Anfang schon gesehen, wie das Resultat aussieht. Ja, gut. In dem Sinne verabschiede ich mich jetzt an dieser Stelle. Entschuldige mich nochmal, dass der Upload jetzt doch ein bisschen länger gedauert hat. Ich werde das Video jetzt an dieser Stelle auch schon beenden und für mich weiter häkeln. Es dauert aus gesundheitlichen Gründen, hatte ich da ein bisschen Einschränkungen und kam nicht so voran, wie ich es mir eigentlich gewünscht habe. Und wie gesagt, ich werde das Kleid für mich dann fertig machen und wie gesagt nochmal dann einblenden. Aber so, die Grundanleitung ist jetzt erstmal fertig und das dürfte auch selbsterklärend sein, wie zu Beginn. Immer weiter, immer weiter. Da hat sich dann nichts geändert. Alles klar. Ich hoffe, das Video hat wieder mal gefallen. Dann würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, über ein kostenloses Abo. Dann bist du nämlich immer einer der Ersten, die hier auf meinem Kanal zu einem Video kommt. Ja, ich wünsche euch eine schöne Zeit und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.